Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein. Ja, hallihallo und willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal zum ersten Mal in einer Auslandsversion aus dem Urlaub. Deswegen wird es heute auch leider nicht ganz so lang dauern, muss ich gleich mal vorausschicken. Der Pool erwartet mich wieder, ganz dringend. Und es wird in dem Bereich, in dem ich bin, jetzt auch zunehmend heißer, weil ist halt einfach so in Italien. Deswegen wird der Sauerstoff dünner und dann wird es nicht ganz bodenlos wird. Aber wir wollten trotzdem über das Spiel des FC Bayern reden. Wir, das bin ich, Florian Eisele, und mein Kollege Robert Götz, der in der Leitung ist. Hallo Robert. Hallo. Servus. Und war relativ erfrischend, was am Sonntagnachmittag in der Allianz Arena zu sehen war. Heftigster Dauerregen. Ja, auch das Spiel selber war, sagen wir mal, erwartbar eine kalte Dusche, kann man das so sagen? 1-3? Es war erwartbar. Ja, und ich denke, der FCA, sie haben sie ganz gut geschlagen. Sieg gegen Bayern ist, glaube ich, nicht die Normalität für den FCA, da kann man nicht erwarten. Aber vom Spielverlauf her und wie dann die Tore gefallen sind, war es ein bisschen unglücklich und dann war das Spiel eigentlich zur Halbzeit schon fast gegessen. Ja. Das kann man so sagen. Und man muss sagen, die erste halbe Stunde hat der FCA aus meiner Sicht wirklich eine gute Partie gezeigt. Sie haben Bayern vor Probleme gestellt. Bayern hat auch Respekt vor dem FCA. Das hat der Goretzka dann auch nach dem Spiel erklärt, wie die Taktik war. Also, dass man da nicht einen Torwart, einen Damen auch noch voll anlaufen wollte, um dem FCA dann da die Räume zu öffnen. Und so war das halt ein bisschen zäh, das Ganze, weil der FCA nach vorne eigentlich auch nicht viel gemacht hat und dann unglücklich durch ein Eigentor in Rückstand zu geraten und dann noch mit dem Elfmeter. Ja, aber das kann passieren gegen Bayern. Ja, beim Gegentor, du sprichst es an, Felix Udokai. Felix heißt eigentlich der Glückliche. Jetzt war er in der Situation nicht unbedingt vom Glück geküsst, eher im Pech. Und danach kam dann auch noch Dorschi im Unglück mit der Hand auf mich. Aber erstmal zu dem 0-1, das ist natürlich maximal doof gelaufen, kann er nichts dafür. Damen klärt das Ding noch, aber genau so, dass es halt das Schienbein war es, ins Tor springt und ja, das ist dann so. Ja, und es waren ja wirklich nur Millimeter, aber das ist halt das, wenn man, ja, gegen Bayern, das sind halt 15 Weltklasse-Spieler, die da im Kader sind und wenn man da einmal unaufmerksam ist, also bei der Entstehung des Tores, bei dem Steckpass, wenn man den, müsste man halt vielleicht unterbinden. Aber dann passiert halt sowas, ja. Das Damen hat eigentlich auch gut reagiert, hat sich groß gemacht, hat lang gezögert, er ist angeschossen worden und dann springt der Ball halt ein Felix an das Schienbein, glaube ich, und trudelt dann nur über die Linie, bevor er ihn wegschlagen kann. Aber das natürlich gegen Bayern darf sowas nicht passieren. Ja, da muss alles stimmen. Das wurde natürlich auch nicht. Ja, das Hand von Niklas Dorsch, nach dem Spiel habe ich mit dem Mixzone und mit dem Georg gesprochen. Er sagt, es ist ein klares Hand. Er hat bloß gehofft, dass er vielleicht vor dem Strafraum steht. Mit den Füßen war er, glaube ich, sogar vor dem Strafraum, nur die Hände waren hinter der Linie und das war einfach ein klarer Elfmeter und Harry Kane hat sich die Chance natürlich nicht entgehen lassen. Aber warum geht Dorsch so hin? Warum geht Dorsch so hin? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Also das ist ja, in dem Moment ist es ja wirklich sonnenklar, dass es ein Handspiel ist und auch, selbst wenn, also klar, Elfmeter maximal schlecht, aber auch ein Freistoß von der Situation ist ja durchaus gefährlich. Also ich glaube nicht, dass er es mit Absicht macht, dass es Handspiel macht. Hat sie halt dem Schuss entgegengestellt, sich breit gemacht und dann halt, ja, nicht gerade clever, aber die Hände, die Arme ausgebreitet, ja. Normalerweise läuft da jetzt jeder Verteidiger rum, wie dass die Hände hinten auf dem Rücken angebunden sind, ja. Hätte vielleicht in dem Fall auch machen müssen, aber ja. Vor allem, weil er ja wirklich noch mit einem Sekundenbruchteil macht man das. Vor allem, weil er wirklich nur im linken Hand, so fast so volleyballartig noch raus, wenn man denkt so, was macht denn die Hand da oben? Aber ja, das war's. Felix im Pech und Dorsch, wie gesagt, im Unglück. Wir kommen aber allerdings zu einer Rubrik, die wir vorziehen. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann möchte ich an der Stelle die erste Platte, darf man damals noch sagen, ins Feld ziehen, die ich mir jemals gekauft habe, nämlich von den Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Denn
Harry Kane war ja auch derjenige, der das Ganze dann entschieden hat mit dem Elfmeter und dem wirklich sehr schönen Lupfer. Was für ein Wort. Ja, da bin ich aber nicht der Erste, der auf das kommt. Das ist auch beim da bin ich, glaube ich, nicht ganz der Erste. Beim Supercup-Spiel Bayern gegen Leipzig, da war auch, also so eine Stunde vor Beginn haben sie auch, ich glaube, das haben sie sogar zweimal gespielt, oder ist das meine Erinnerung, die brüchig ist geschuldet? Aha. Ich weiß es nicht, aber da haben sie es auch in der Allianz Arena zweimal gespielt, Rock You Like a Hurricane. Waren am Sonntag eigentlich auch wieder sehr viele Engländer da. Also irgendwie hat man das Gefühl, immer bei Bayern spielen gerade, da ist jetzt der FC Bayern der ein weiterer Premier League Club geworden, der 21. Premier League Club. Ja, ich glaube, sagen wir, der Hurricane war einfach das Thema und das Objekt der Begierde auch bei den Zuschauern. Also was mir halt so auffallen ist vor dem 2-0 bei dem Elfmeter. Also vor uns, vor der Pressetribüne sind alle aufgestanden. Und ich glaube, 99,9% haben ihr Handy zückt und haben den Elfmeter nicht live gesehen, sondern alle durch das Handy. Ja, also denk mal, was machen die Leute mit so einem Schnipsel? Ja gut, auf Instagram stellen. Von dem Elfmeter, wahrscheinlich. Wie 75.000. Genau. Und da kann man dann sehen, wie sie das Handy des Vordermanns filmen. Das wiederum filmt, wie in ganz kleiner Schnipsel verschwommener Weise Harry Kane da das Ding reinbumst. Richtig, ja. Aber sagen wir, der gibt dem Bayern-Spiel schon eine ganz andere Qualität. Das muss man schon sagen. Da hat die Bundesliga noch viel Spaß dran, haben die Gegner vielleicht nicht. Aber die Bundesliga an sich tut der Mann mit seiner ganzen Ausstrahlung und wie er einfach spielt auch gut. Auch vor dem, das 3-0, ja. Also der Maximilian Bauer hat ihn ja wirklich in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut im Griff gehabt, auch in der zweiten Halbzeit. Aber, ja, in den entscheidenden Moment war er halt da und macht das 3-0 und dann war natürlich der Deckel zu und, was man FCA dann noch anerkennen muss, dass sie sind nicht auseinandergefallen, sie haben weiterkämpft und haben sie dann auch das 3-1 war dann auch eine Belohnung für, wie ich jetzt finde, keine schlechte Leistung in der auch wirklich von Beginn an, das Ganze sehr mutig gestaltet. Das ist ja auch wirklich der erklärte Ansatz von Enrico Maaßen und seinem Team, dass man sagt, man möchte sich eben nicht da hinten einigeln. Das geht ja auch meistens nicht so wahnsinnig gut gegen Bayern, muss man auch sagen. Also sich hinten zu verbarrikadieren, erst recht nicht, wenn so ein 100-Millionen-Schnäppchen da vorne im Sturm rumturnt, der Harry Kane heißt und einfach ganz dringend Tore braucht. Es waren zwei, drei kurze Aussetzer im eigenen defensiven Drittel vorm Tor. Aber was halt auffällig war, in der gegnerischen gefährlichen Zone, da ist der FC halt ganz, ganz wenig aufgetaust. Einmal Demirovic, den muss er eigentlich machen. Ja. Das war eine Riesenchance unter Demirovic in guter Form. Macht ihn wahrscheinlich, aber er verzieht ihn. Und Malcolm Berisha. Die Drehung über Meccano. Das ist mir zweimal aufgefallen, aber die war gut, aber da war halt Goretzka war einen Schritt schneller und er einfach auch nicht so entschlossen, wie man schon mal gekannt hat und so ein halbseidener Kopfball. Ja, und der Rest war. Ein halbseidener Kopfball. Ja. In der ersten Hälfte. Also Halbseiden ist das, was ich hier am Strand immer sehe übrigens. Die Leute, die mir die Rolex verkaufen wollen, die sind auch Halbseiden. Aber die sagen mir immer, dass es 100 Jahre Garantie gibt. Ein Kopfball mit ohne viel Druck auf das Tor. Ansonsten halt, ich glaube, sehr viel, ich weiß nicht, Frust ist zu viel, aber man merkt ihm einfach an, dass er eigentlich kann woanders sein würde. Ja. Und den Eindruck hat man halt also es ist schwierig, Berisha mit Kane zu vergleichen. Ich glaube, das darf man einfach nicht. Aber auf der anderen Seite ist halt der Weltklasse-Stürmer und mit seiner Aura und das hat jetzt in Bayern-Spielen eine ganz andere Qualität gebracht. Ich glaube, auch den Gegner, ja. Man hat einfach wieder Respekt vor den Bayern, ja. Wenn jetzt nichts gegen Choupo-Moting oder einen Tell, wenn der stürmt, ist halt immer noch ganz was anderes, als wenn der da vorne auftaucht. Und mit den Mitspielern, ja, da ist die Brust gleich wieder
noch breiter gibt. Ja, der macht halt einfach zur richtigen Zeit, ist der am richtigen Ort und macht dann die richtigen Dinge. So einfach ist es manchmal. Und wenn es nur dafür ist, dass er die Elfmeter einfach verwandelt und dieses Zuspiel von, ich glaube, Gnabry war es, bin mir nicht ganz sicher. Nee, es war Davis war es. Dieser Lupfer dann im Endeffekt sehr stark. Wirklich nur eine ganz kleine Bewegung, genau da zum richtigen Punkt am Schnittstellenpass. Klar, das sind die Dinge, die sehen dann einfach aus und für ihn sind sie das vielleicht sogar in dem Moment auch. Aber deswegen, weil die individuelle Qualität einfach so ist, wie sie ist. Und genau, das ist ja genau das, was sie gesucht haben. War allerdings auch das obere Regal, da kann man eher selten daneben greifen. Ja. Richtig. Ja. Es war übrigens eine Premiere für Mergin Berisha. Weißt du welche? Es war das erste Pflichtspiel von Mergin Berisha gegen den FC Bayern, in dem er nicht getroffen hat. Nicht getroffen hat. Ja, okay. Ja, schade. Also war ja diese Drehung, da war er kurz davor, aber da kam dann Goretzka, war es genau, der das Ganze verändert hat. Und weitere Statistik-Ding, es war das, wie viel der Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg für den FC Augsburg? Saisonübergreifend, das 14. Ja, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig töfte, leider. Ne? Also trotz aller guten, jetzt ist natürlich Bayern nicht der Maßstab, das ist auch klar, aber ja, schade irgendwie. Also auch das geht besser, diese Statistik. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Ja, wir haben noch gar nicht den Mann des Spiels gekürt aus FCA-Sicht. Das müssen wir natürlich in der Aufarbeitung, der minutiösen Aufarbeitung dieser Partie dann auch machen. Das ist aus deiner Sicht, Robert, welcher Spieler? Ja, aber er ist schon Torhüter, viel Damen. Er hat in der zweiten Halbzeit 2-3 Mal wirklich gut gehalten und spielt da ganz gut mit. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Eckbälle. Da ist er zweimal zwar angegangen worden, hat er Foul gekriegt, aber sagen wir, da muss er schon noch ein bisschen souveräner auftreten, weil die sind oft ganz haarscharf am Fünfer, sind die da durchgesegelt und da muss er mehr Präsenz. Aber nur die von Sané, ne? Auf der Linie, auch vor dem nur die von Sané, die von Kimmich ging zuverlässig hinter die Grundlinie. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ja, okay, Kimmich, alles gut. Alles okay. Wo ist das Buch, das ich mir mitgenommen habe für solche Gelegenheiten? Ja, wo ist das Reader's Digest? Ja, aber klar, das ist tatsächlich eine Strafraumbeherrschung, die noch besser werden darf. Ansonsten stand jetzt, muss man immer sagen, stand jetzt ein guter Griff, den der FC Augsburg mit ihm getätigt hat. Ja, ja. Auch das der. Wenn man das ganze Spiel sieht, es ist einfach Harry Kane. Klar, ja. Ist so. Gut, das waren noch 100 Millionen gegen Ablöse frei. Ja, richtig. Ja, Stichwort 100 Millionen Ablöse frei. Das ist der letzte Podcast, den wir führen. Sprechen, ohne zu wissen, wie die Mannschaft des FC Augsburg zumindest bis zur Winterpause aussehen wird. Sprich, Deadline Day is coming. Mhm. Am 1. September ist Schluss. Da wird Freitag, da werden die Kassen geschlossen, da wird die Maschine geputzt, da ist jetzt vorbei, dann darf man nichts mehr verpflichten. Zumindest nicht in den großen Ligen. Also Saudi-Arabien, da gelten sowieso ganz andere Spielregeln, ist klar. Und ich glaube, es sind noch ein paar exotische Ligen wie die Schweizer Liga mit eigenartigen Gebräuchen, da darf man, glaube ich, auch noch länger wechseln, aber sagen wir, die größeren Geschichten, die sind dann erstmal ab 1. September durch. Die Bundesliga darf dann auch keinen mehr verpflichten, keinen Spieler, vertragslose Spieler, da gibt es ein Spezialwerk, die darf man noch verpflichten bis zum Winter und dann, naja gut, also im Endeffekt ab 1. September ist es einigermaßen safe. Beim FC Augsburg könnte sich nur ein bisschen was bewegen, oder Robby? Ja, also klar, sagen wir, Mergin Berisha ist immer noch auf der Rolle oder auf der Liste ganz oben als Verkauf. Dann Iago soll ja auch noch abgegeben werden. Keine Ahnung, wie es bei Jeffrey Hovelo ausschaut. Ob das ein Thema ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass der FCA den Kader schon noch verkleinern will. Also kommen vielleicht noch zwei andere, die jetzt in der Saren Rembase soll ja auch noch weg, soll den FCA auch noch verlassen. Also es bleibt spannend, nur die letzten paar Tage. Aber der Haupttransfer wird wahrscheinlich, sollte schon Mergin Berisha sein. Wenn er noch geht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber dem Vernehmen nach, also konkrete Angebote, soll es bisher keine geben. Vor allem, du brauchst ihn ja jetzt auch nicht also du hast ihn für 4 Millionen gekauft, für, ich glaube, die Leihgebühr waren 300.000, also 4,3 Millionen ist der Invest.
Und dann brauchst du jetzt ja nicht für deutlich unter Wert abgeben, denn ja, auch das haben, also klar, sollte er ein Motivationsproblem haben, sollte er das spätestens ab dem 1. September lösen, im eigenen Interesse. Und ansonsten ist es so, dass die individuelle Qualität, nichts gegen Philipp Tietz, aber dass die individuelle Qualität innerhalb des Kaders von Bergin Berisha schon sehr, sehr hoch ist, auch im Vergleich zu den anderen Stürmern, die es gerade noch gibt im Kader. Also das auf jeden Fall. Also ja. Sollte er ab Bochum spielen, noch beim FCA sein, dann sollte man seinen Kopf frei bekommen und sich mal auf seine Aufgabe beim FCA wenigstens mal bis zur Winterpause konzentrieren. Das wird ihm gut tun. Also könnte er sich wieder in den Blickpunkt spielen und wird den FCA gut tun. Und was dann in der Winterpause passiert, das ist, weiß man dann ja nicht. Aber sagen wir, ein unzufriedener Berisha tut niemand gut. Mhm. Ja. Und das sollte sich vielleicht dann ab Samstag auch mal überlegen. Ja. Weil da so unzufrieden ist, das sieht man ja an seiner Körperhaltung. Das ist bei ihm oder auch immer schnell. Ne? Also er ist auf dem Platz so einer, der viel mosert, bis zum gewissen Teil gehört zu seiner Spielweise vielleicht sogar dazu, ja, dass man sagt, das ist halt jetzt kein Feelgood-Johnny, der da rumläuft, sondern jemand, der halt einfach so ein bisschen der Typ Pöbler ist. Das ist okay bis zum gewissen Grad eben. Ja, man braucht halt, sagen wir, auch da gibt's halt einfach Bereiche, wo ich sage, so, und jetzt ist einmal abwinken genug. Und dann machen wir weiter, bitte. Und auch im Sinne von deinen Mitspielern und dem Schiedsrichter machen wir jetzt bitte keinen Quatsch mehr. Solange die Mannschaft von ihm profitiert, ja, und kann es der Mannschaft gut verkraften, ja. Wenn da einer steht, der vorne 6-7 Tore macht, dann ist das okay, ja, dann, aber wenn die Mannschaft dann von ihm auch nichts mehr zurückbekommt, dann wird's mit der Zeit ein Problem, ja. Weil warum soll dann für so einen Laufen den anspielen, wenn nichts zurückkommt? Aber das fängt positiv. Vielleicht kommt noch jemand und öffnet die Schatulle und wenn nicht, vielleicht erinnert sich Berisha daran, dass man beim FCA mit dem FCA ganz gut Fußball spielen kann. Und wie schnell es geht, dass ein Marktwert in den Keller geht. Die nächste Stufe kommt. Und wie schnell es geht, dass ein Marktwert in den Keller geht, haben wir auch bei anderen Stürmern gesehen. Stichwort Michael Gregoritsch, der damals ja auch mit aller Gewalt nach Bremen gehen wollte, dann auch hier nicht mehr so performt hat und dann tatsächlich 2 Jahre völlig von der Bildfläche war. Also das ist ein Szenario, das man natürlich auf beiden Parteien nicht hofft. Aber wie gesagt, in eigenem Interesse sollte Mergin Berisha, sollte es, wonach es stand jetzt, das kann sich innerhalb der nächsten Stunden und Minuten eigentlich ändern, aber Stand jetzt aussieht, beim FC Augsburg bleiben, dann sollte er auch sollte er noch ein bisschen mehr Motivation finden, als es derzeit gibt bei ihm vielleicht so. Vielleicht kommt auch noch, was wir gehört haben, im Defensivbereich noch was. Würde aber darauf hindeuten, dass man auch noch Spieler abgibt aus der Defensivzentrale. Also Jeffrey Hauwe-Leo ist ja klar, der darf gehen. Iago, ja, wenn da einer kommt, darf der auch gehen. Dann weiß man immer nicht so ganz genau, ob man Freddy Winter nicht doch vielleicht noch ausleiht. Aber das würde man natürlich auch nur dann tun, wenn in der Innenverteidiger warte noch was käme. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, also da gibt's Gerüchte, wobei ich denke, sagen wir, ein Außenbahnspieler, der beide Seiten spielen kann, wird dem FCA, glaube ich, auch nicht schlecht zu Gesicht gestehen. Ja? Also ich finde, Arne Engels macht das ganz gut da außen, ja. Aber ich finde, im Zentrum ist er eigentlich wertvoller. Aber der Trainer sieht ihn jetzt mal da. Und gut, weil Robert Gummi jetzt natürlich auch gesperrt war und jetzt unter der Woche Magenprobleme. In Folge eines Sonnenstichs habe ich bei dir gelesen, das ist ja auch. Aber okay. Ja, vermuten sie. Ich glaube, sie wissen es nicht so ganz genau. Na gut, das vergisst man so schnell. Du in Italien wirst es wahrscheinlich gar nicht wissen, dass hier in Augsburg seit gestern. Oh ja, doch. Und wie? Meine WhatsApp-Timeline ist geflutet von Hagelfotos, sage ich dir. Also habe auch schon. Am Samstag ja, mit einem schweren Unwetter ist die Hitzeperiode zu Ende gegangen. Ja. Aber zuvor war das natürlich schon drückend. Aber er ist wieder hergestellt. Er hat ja auch gegen Bayern kurz gespielt.
Ja, aber es ist tatsächlich jetzt nicht die... Der FCA wird sich umschauen. Ja, also, aber es ist tatsächlich halt einfach nicht die Variante, die man auf Rechtsdauer langfristig auch innerhalb beim FCA sich diese Erkenntnis durchgesetzt haben möchte, glaube ich. Ne? Ja. Ja, jetzt sind wir fast am Ende, aber wir haben es schon angedeutet, Bochum. Also ich finde Bochum super wichtig, weil wir haben letztes Jahr ja die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, gegen alle Mannschaften von unten, gegen Bochum beide Spiele verloren, gegen Hertha beide Spiele verloren, gegen Bayern darfst du verlieren, das ist okay. Aber jetzt zu Hause gegen Bochum, also... Also eine Niederlage ist immer schlecht. Eine Niederlage von der Länderspielpause ist noch schlechter. Ja. Eine Niederlage gegen Bochum von der Länderspielpause ist, das darf nicht passieren, um es jetzt mal so ganz deutlich zu formulieren. Also da muss jetzt wirklich mal gezeigt werden, was hat man in der Winterpause gemacht, wie hat man sich auf solche Problematiken eingestellt. Und da ist jetzt, finde ich, der FC Augsburg wie in den vorherigen beiden Partien noch nicht in der Bringschuld gegen Bochum. Ja, also klar. Am ersten Spieltag hat man gemeint, Bochum ist Abstiegskandidat Nummer 1. Jetzt haben sie gegen Dortmund 1-1 gespielt. Also da kommt der Bundesligist. Aber wenn der FCA seinen Ansprüchen gerecht werden will, muss er da liefern und eigentlich das Spiel gewinnen. So ist es. You have to win zwei Kampf. Schwer. Ich denke, es wird ein hartes Stück Arbeit, aber Da müssen sie durch und das müssen sie annehmen und die Bewährungsprobe einfach. Das ist die erste richtige Nagelprobe der Saison. Wird die Stimmung, glaube ich, während der Länderspielpause nicht allzu hoch sein. Nee, also da musst du einfach zeigen, haben wir aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt? Haben wir gelernt, uns besser auf solche Mannschaften einzustellen? Gerade vom Beginn der Saison zu Hause gegen Bochum, das ist ein Zeichen, das du da auch setzen kannst. Wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel, sagt aber jeder Trainer vor Beginn eines Spiels, aber in dem Fall ist es tatsächlich mal so, das wird eine richtige Nagelprobe. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der FC Augsburg auftreten wird, zumal ja auch der VfB Bochum jetzt nicht dafür bekannt ist, Ballstaffetten zu spielen, sondern auch erstmal defensiv sicher hinten zu stehen. Nee. Und da musst du dann schauen, wie du auch mit einem Offensivkonzept dazu rande kommst. Wird spannend. Nee, ich meine, das ist eine Bewährungsprobe für einen Trainer, ja. Man muss jetzt auch mal zeigen, dass seine Mannschaft auch so unangenehme Aufgaben erledigen kann. Und ja, jetzt so langsam muss das Mannschaft auch das Gesicht zeigen, das der Trainer sehen will. Ja. Ganz klar. Ja. So ist es. Dann sage ich vielen Dank, lieber Robert, fürs Zeitnehmen. Ja. Okay, ich sage danke. Dass du dir Zeit genau, hast. Ja, Logo, natürlich. Ich gehe jetzt zurück an den Pool. Hat aber auch ein bisschen geregnet heute. Schön für dich. Vormittag hat es auch ein bisschen geregnet, ein bisschen Abkühlung. War das erste Mal Regen, seit ich hier bin, dafür aber auch gleich richtig. Ja. Aber es heizt auch gleich immer auf. Okay. Du kennst es. Du hast ja deinen Share of Italy schon gehabt dieses Jahr. Ja. Hatte ich. Okay, dann vielen Dank und bis nächste Woche alle zusammen. Wo bist du eigentlich? Der besucht mich. Ich bin in der Nähe von Grado, nennt sich das. Das ist so eine Insel in der Nähe von Triest. Ich sage aber nicht wo, aber wenn ihr mich gefunden habt, dann stehe ich für Fragen, Fotos, Autogramme, so, nein, bin bei Triest einfach in so einer Bucht und das ist schön. Okay, dann. Okay. Bis bald. Alles klar, Flo. Danke, ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.